Also wir machen Selbstrettung aus der Spalte. Ich bin quasi in die Spalte gefallen, als Seilerster und hänge jetzt da. Wir haben unser Standardmaterial, zwei Rebschnüre, zwei Schnappkarabiner und zwei Verschlusskarabiner. Ich fange an mit der ersten Rebschnur. 6 mm, 4 Meter lang. Und bin vor mir einem Brusigan-Seil mit drei Umdrehungen. Da mache ich dann gleich einen Sackstichknoten drauf. Und hänge einen von meinen Verschlusskarabinern ein. Dann schiebe ich den ungefähr so lang wie mein Arm ist nach oben und ziehe nochmal 10 cm zurück. Dann gehe ich mit einem Seilende durch die Anseilschlaufe und mache einen Sackstich drauf. Das ist jetzt meine Schlinge, in die ich mich reinsetze. Jetzt brauche ich nur eine Drittschlinge. Das ist meine zweite Rebschnur. Mache ich unterhalb fest, zwischen dem anderen Brusig und mir, wieder drei Umdrehungen. Und die knüpfe ich jetzt ungefähr so bei 60 cm, würde ich sagen, mit einem Sackstich ab. Also relativ kurz. Da stelle ich meinen Fuß rein. Jetzt stehe ich auf in diese Drittschlinge, schiebe das andere nach oben und setze mich da wieder rein. Dann hole ich meine Drittschlinge wieder nach oben, schiebe das rauf und setze mich wieder rein. Und so weiter. Wenn ich dann am Spaltenrand bin, ist das ja meistens nicht so wie da festes Eis, sondern ist eingeschnitten in Schnee und da komme ich mit der Technik nicht mehr weiter und darum baue ich da jetzt einen Selbstflaschenzug. Ich kann einmal die Drittschlinge wieder wegbauen. Ich tue die auch gleich wieder verstauen, sonst geht mir das im Weg um. Jetzt kommen meine zur Standardausrüstung zählenden zwei Schnappkarabiner zum Einsatz. Die kommen in den Anseilpunkt. Und jetzt mache ich eine sogenannte Garda-Schlinge. Ich gehe einmal durch beide Karabiner durch, mache dann eine Umdrehung und gehe nur durch den oberen wieder durch. Das ist eine Rücklaufsperre. Ich könnte das Ganze auch mit einer Mini-Traktion machen, mit irgendeiner selbstblockierenden Sperre. Dann habe ich mein Seil, hänge es in den oberen Karabiner ein. Wenn es ein Verschlusskarabiner ist, schraube ich zu. Und jetzt habe ich diesen Selbstflaschenzug. Das heißt, ich ziehe da oben an, halbiere meine Kraft und die Garderklemme klemmt das Ganze wieder ab. Ich ziehe mich so weit her, wie es geht und dann schiebe ich den Brusig wieder nach oben. Und so kann ich mich aus diesem eingeschnittenen Schnee meistens einfach rausarbeiten.